Herzlich willkommen zur 68. Verleihung des Ordens Wider dem tierischen Ernst. Heute Abend mit dabei Gregor Gysi, Julia Klöckner, Wilfried Schmickler, Armin Laschet und Cem Özdemir, Guido Kanz und natürlich der Ritter in Spee, Winfried Kretschmann. Och Allah, liebe Närrinnen und Narren, herzlich willkommen hier im Aachener Eurogress zur 68. Verleihung des Ordens Wider den tierischen Ernst. An meiner Seite der Hermes unter den Nachrichtenbotschaftern, Jens Riewer. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das politische Trauerspiel der vergangenen Monate hat vor allem eins gezeigt: Wir brauchen eine neue Brücke, um die neuen politischen Gräben zu überwinden. Und wie schon zu Zeiten Kaiser Karls will Aachen genau diese Brücke sein. Bitte begrüßen Sie einen weiteren Brückenpfeiler dieses Jahrhundertbauwerks aus dem AKV Elverath, David Lulay. Ja, guten Abend und Oche Alaaf. Zum Glück sind wir drei heute Abend gesegnet mit erfahrenen Brückenbauern. Und die begrüßt jetzt AKV-Präsident Dr. Werner Feil. Verehrtes Publikum, traditionell ist heute Abend Aachens Oberbürgermeister unter uns. Bitte begrüßen Sie mit mir Marcel Philipp mit seiner reizenden Gattin Gabriele. Außerdem begrüßen wir unseren nordrhein-westfälischen Landesvater Armin Laschet mit seiner reizenden Gattin Susanne. Sowie den Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki und den nordrhein-westfälischen Landtagspräsidenten André Cooper. Außerdem zu Gast der Präsident der Europäischen Linken und Laudator des heutigen Abends, Dr. Gregor Gysi. Und wir begrüßen natürlich ganz besonders den Ritter in Spe, Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche uns allen einen fantastischen Abend. Wenn, meine Damen und Herren, der Narr das Zepter schwingt, braucht es einen, der Licht ins Chaos bringt, so wie der Mann, der schon optisch ein Leuchtturm ist, denn keiner strahlt so wie er. Kein Wunder, dass er sein 25-jähriges Bühnenblondileum mit uns feiert. Freuen Sie sich auf erhellende Weisheiten aus dem Rechtsrheinischen von Mr. Verstehen Sie Spaß, Guido Kanz. Guten Abend. Wie ist es? Das ist wunderbar, Herr Kapellmeister. Ich grüße im Namen der Gruppe. Ihr seht ja toll aus. Ist Ihnen was aufgefallen bei den Moderatoren? Ich glaube, die Sakkos waren im Angebot irgendwie, ne? Ist mir sehr unangenehm, aber ja, ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Und ich möchte ein großes Kompliment aussprechen. Also man sieht Aachen, die Stadt der glamourösen Veranstaltungen. Wenn der CAIO das Wimbledon des Reitsports ist, dann ist heute Abend die Veranstaltung des AKV die Oscar-Verleihung des Karnevals. Guten Abend. Herzlich willkommen zum Orden Wider den tierischen Ernst, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob man das heute Abend überhaupt sagen darf. Unser Preisträger in Spee ist ja ein Grüner und Orden ist, glaube ich, für Grüne viel zu militaristisch. Tierisch geht auch nicht, viele Grüne sind Vegetarier und Ernst geht bei den Grünen eigentlich auch nicht, wegen Ernst Albrecht, der sich ja in den 70er Jahren für das Atomendlager in Gorleben stark gemacht hat. Meine Damen und Herren, ich werde diese Veranstaltung jetzt umbenennen in die Jute-Tasche Wider den vegetarischen Winfried. Guten Abend. Es ist unglaublich, wenn man sich das hier anguckt, auch Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Nur reiche und schöne Menschen heute Abend hier in Aachen und mittendrin Gregor Gysi. Guten Abend, ich grüße Sie.
freue mich sehr. Man merkt hier einfach, Aachen hat internationales Flair. Auch darf ich kurz fragen, wo kommen Sie her? Aachen. Aus Aachen, ja. Der Herr hier vorne auch wahrscheinlich, wo kommen Sie her? Aachen. Auch Aachen, ja. Sehr international auch, ja. Nein, wir müssen das vielleicht zu Hause auch den RTL 2 Zuschauern erklären. Aachen ist die einzige Großstadt in Deutschland, die an zwei Nachbarländer grenzt. Und ich komme sehr gerne natürlich hier hin. Wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn die beiden Nachbarländer jetzt nicht Belgien und Holland, sondern Bora Bora und die Malediven wären. Weil man merkt es schon, es ist hier sehr kalt, die Eifel ist in der Nähe, das Hohe Venn, es ist boah, schattig. Im Dezember war es in Aachen so kalt, boah, hier sind LKW rumgefahren, da stand das sogar drauf. Boah, Frost, ein Wahnsinn, ehrlich. Es ist boah, schon Wahnsinn, ja. Ich habe übrigens gerade gehört, man sagt in Aachen nicht, wir sind reich, man sagt, wir haben richtig Sprinten, wa? Sind denn heute Abend Holländer oder Belgier eventuell hier? Hier vorne direkt, so sehen die aus, guten Abend. Sind Sie aus Holland oder? Ja. Ich meine, dass die Belgier für den Abend mit sorgen, ist natürlich sehr schön. Die Belgier mit ihrem Atomkraftwerk sorgen für ein strahlendes Publikum heute Abend. Und die Holländer kommen ja auch sehr gerne nach Aachen, um hier einfach ein bisschen Stimmung bei der Fußball-WM mitzuerleben, nicht? Ja, ist schon, ja. Es wäre ja auch weit mit dem Wohnwagen bis Russland, ist ja auch sehr weit. Das muss man auch fairerweise sagen. Ach, ein toller Abend, nicht? Das wird richtig schön heute, ich freue mich sehr, dass wir uns heute alle treffen. Es sind viele Menschen da. Und natürlich begrüße ich die Nummer 1 hier in Aachen, Oberbürgermeister Marcel Philipp. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen. Es gibt hier in Aachen eine Digital Church, habe ich gelesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wenn es da eine Kollekte geben sollte, wird da wahrscheinlich mit Bit oder beziehungsweise Bitcoins bezahlt. Und Digitalisierung ist, glaube ich, das Thema auch der FDP. Das muss man sagen. Christian Lindner ist leider heute Abend nicht hier, hat vor einem Tag abgesagt. Ich habe gesagt, immerhin schneller als nach 4 Wochen bei der Sondierung. Ist ja auch ganz schön. Ja. Christian Lindner hat gesagt, ein sehr schöner Satz, Digitalisierung first, Bedenken second. Was so viel heißt, übersetzt wie erst klicken, dann nachdenken. Aus diesem Grund hat meine Mutter auch in den letzten Wochen 6 Waschmaschinen bei Amazon bestellt. Also es ist schwierig, aber toll, nicht? Und Christian Lindner haben wir auch zu verdanken, meine Damen und Herren, dass wir keine Jamaika-Regierung erleben durften. Ja, es ist lange her, am 24. September, die Älteren werden sich erinnern, hatten wir Bundestagswahl. Was ist bis heute passiert? Nix. Eine Diätenerhöhung haben wir geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Am Abend der Wahl hat Martin Schulz noch vor der ersten Hochrechnung gesagt, mit der SPD wird es keine große Koalition geben. Und jetzt haben wir Koalitionsverhandlungen. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Wendehals. Ich sage, das Wunder von Würselen. Wie kann man sich das erklären? Die SPD will jetzt doch wieder mit der CDU. Sie geht mit der Ex ins Bett. Ich sage immer, wenn man mit der Ex ins Bett geht, reitet man doch auf seiner Vergangenheit rum. Da muss man aufpassen. Ja, Vorsicht. Schwierig, ja, ja, es ist nicht. Aber wir haben es ja mit Jamaika versucht. Ich fände es schön, wenn mal ein paar neue Politiker irgendwo herkämen. Weißt du mal, was Neues, Frisches. Wir gucken zusammen, meine Damen, nach Frankreich. Oh, Emmanuel Macron. Der Mann bekommt im Mai den Karlspreis hier in Aachen. Wenn meine Frau den sieht, da zieht die Nebenluft. Oh. Toller Mann, nicht? Er hat seine Französischlehrerin geheiratet. Das wäre mir nicht passiert, aber... Zumindest haben wir in Nordrhein-Westfalen einen neuen Ministerpräsidenten. Armin Laschet ist da, wir haben uns kennengelernt. Der Mann ist gebürtiger Öscher, hat heute Abend ein Heimspiel. Das ist doch toll! Ja. Der liebe Jung ist da. Ha,
Ach, toll, ne? Ein Heimspiel vor 1300 Zuschauern. Davon kann die Alemannia in der Regionalliga träumen. Oh, 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 ich merke, ein eiskalter Wind geht hier durch den Eurogress. Für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, Armin Laschet kommt aus einem Stadtteil, einem sehr bekannten Stadtteil Aachens, aus Buchtscheid. Wie übrigens auch der Oberbürgermeister Marcel Philipp. Buchtscheid, ja, kann man so erklären, bekannt für die Thermalquellen. Ja, ich frage mich nur, passt das zur CDU? Buchtscheid ist bekannt für heißes Wasser, die CDU für heiße Luft. Das ist, aber, nein, es ist toll. Buchtscheid, meine Damen und Herren, da müssen Sie hinfahren. Wirklich toll, da gibt es den berühmten Seepferdchenbrunnen. Den kennt natürlich unser Ministerpräsident auch. Er hat darin sein erstes Schwimmabzeichen gemacht und... Und mit Prüfungen kennt er sich sowieso aus. Ich erinnere da gerne an 2015, als er als Präsident hier der RWTH dummerweise die Klausuren seiner Studenten verbummelt hat. Aber er hat natürlich eine Gedächtnisleistung hingelegt. Er hat sie danach aus dem Gedächtnis heraus benotet. Ja. Dummerweise gab es hinterher mehr Noten als Klausuren. Ja. Ich habe ja auch mal BWL studiert, aber abgebrochen. Schade, dass Sie nicht mein Professor gewesen sind. Ich hätte trotzdem den Diplomkaufmann machen können. Aber ich freue mich natürlich ganz besonders, unseren Ordensträger in Spe begrüßen zu dürfen. Winfried Kretschmann oder wie ihn Herr der Ringe-Fans zärtlich nennen, Gandalf der Grüne. Da ist er. Winfried Kretschmann ist der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands und dann auch noch in einem erzkonservativen Ländle wie Baden-Württemberg. Wir beide haben einige Parallelen. Sie waren Ministrant, ich auch. Sie sind Fan des VfB Stuttgart, das bin ich auch. Sie sind Schwabe, mein Vater auch. Ich bin sozusagen der Restschwabe, sagen wir bei uns in Köln in der Familie. Und für meinen Opa, der war Landesinnungsmeister der Metzger Baden-Württembergs, Otto Kanz, wäre es undenkbar gewesen, dass es einen grünen Ministerpräsidenten im Ländle gibt. Früher, wo man schon als Terrorist gegolten hat in Stuttgart, wenn man bei der Kehrwoche die Treppe nicht geputzt hat. Das war eine andere Zeit. Heute sitzt dieser Mann hier und bekommt einen Orden. Wer hat denn in den 80er Jahren die Grünen gewählt? Peter Lustig, Ewald Lien und die Sieben Zwerge, sonst keiner. Es ist ein Traum, nicht? Meine Oma, meine schwäbische Oma wäre heute sowas von stolz, dass ich vor dem schwäbischen Ministerpräsidenten hier stehen darf. Und als ich 1991 angefangen habe, war meine Oma gar nicht begeistert als Metzgersfrau, dass ihr Lieblingsenkel auf die Bühne will und ob er da überhaupt überleben kann. Meine Oma hat immer gesagt, typisch schwäbisch, Hanoi, kannst du davon leben? Bei jeder Familienfeier, Hanoi, kannst du davon leben? Nach 10 Jahren hat meine Oma gesagt, Hanoi, kannst du mir was leihen? Hat die gesagt. Wer hat so viel Pinken? Ja, so sind die Schwaben einfach, nicht? Klar, dass Winfried Kretschmann heute diesen Orden entgegennehmen wird. Er ist Schwabe, das Ding ist halt umsonst. Ich glaube, das wird Ihr Jahr, Herr Kretschmann. 2018. Sie feiern am 17. Mai Ihren 70. Geburtstag und da darf ich Ihnen heute schon Sachen wünschen. Erstens, dass Sie viel Gesundheit behalten und zweitens, dass bei Ihrer Party nicht Claudia Roth aus der Torte springt. Die Laudatio für Winfried Kretschmann kommt heute Abend von Gregor Gysi. Und auch Gregor Gysi dürfen wir alle gratulieren mit einem großen Applaus. Er ist am 16. Januar diesen Jahres 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Davon sind unser Oberbürgermeister und ich noch weit entfernt. Wir beide sind ja Baujahr 1971. Wir beide sind... Du merkst, dass du älter wirst, wenn dein Friseur anfängt, deine Augenbrauen zu schneiden. Und ich hatte diesbezüglich einen Albtraum. In diesem Traum sah ich aus wie Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der Mann hat Augenbrauen. Die gehen selbstständig beim Fressen ab einkaufen.
Was ich uns allen wünsche, dass wir mit 70 genauso vital und gut drauf sind wie Gregor Gysi und demnächst auch Winfried Kretschmann. Und das ist meine große Hoffnung. Ich habe einen Herrn gesehen, Anfang 70 beim Einkaufen, und habe gesagt, das ist dein Vorbild. Wir trafen uns beim Aldi am Brotbackautomaten. Ich hatte mir eine Laugenbrezel gezogen. Der Herr drückte auf das Rustikale. Dann kam eine Stimme, die sagte, Ihr Produkt ist in 30 Sekunden für Sie bereit. Da hat der ältere Herr sich runtergebeugt zu der Klappe und hat in den Apparat reingesprochen. Junge Frau, können Sie mir das Brot ausschneiden? Da habe ich schon gedacht, der ist richtig gut drauf. Und ich habe ihn das zweite Mal gesehen, 3 Wochen später, beim Rewe an der Kasse. Ich dachte schon, ach, der lustige Herr ist wieder da. Er hatte seine Sachen aufs Band gelegt, die Verkäuferin sagte, ach, ich bekomme von Ihnen 28,63 Euro, sammeln Sie Punkte, sagte er, nee, das sind Altersflecken, alles klar. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine tolle Veranstaltung. Herr Kretschmann, alles Gute heute Abend und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Oche Alaaf, danke sehr. Der uneheliche Sohn von Heino. Ich habe ein bisschen die Vermutung, wir wurden bei der Geburt getrennt. Auf das 25-jährige Bühnenjubiläum für Guido Kanz, ein dreifaches Oche. Guido Kanz. Oche. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die schwarz-gelb-grünen Sondierungen, meine Damen und Herren, die sind also gescheitert. Im Hafen der altehrwürdigen parlamentarischen Gesellschaft herrscht rege Betriebsamkeit. Mittendrin der schwarze Korsar Armin Laschet und der smaragdgrüne Freibeuter Cem Özdemir. Zusammen sind sie gefürchtet als Ernie und Bert der Sieben Meere. Das Duo der legendären Seefahrerdynastie Pizza Connection will in See stechen. Sie warten auf ihren ehrgeizigen Leichtmatrosen, Christian Lindner. Balkonien war gestern. Jetzt gibt's richtigen Urlaub. Jamaika ist tot, es lebe Jamaika. Eine lange und beschwerliche Fahrt steht Ihnen bevor. Sag mal, wo bleibt denn nun dein toller Liberaler? Und überhaupt, was soll der denn hier? Beim erstbesten Sturm verlässt er doch das Schiff. Entschuldige bitte, was war das denn 2014 hier, als du die Laudatio auf ihn gehalten hast? Gelobhudelt hast du, dass sich die Balken bogen. Deine Schleimspur ging in den Saal. So als wenn Jabba the Hutt von Star Wars hier wäre. Ach, ein Schwabe kann sich auch mal irren. Aber die Ordensverleihung, die ist schon eine tolle Sache. So als leidenschaftlicher Seefahrer, die Jungs vom AKV als Ozeanliebhaber, die nennen ihren Elferrat doch Ocean's 11. Du und deine Hollywood-Blockbuster. Wer braucht denn heute noch Hollywood? Washington ist das neue Hollywood. Horrorfilme kommen jetzt direkt aus dem Weißen Haus. Wenn da nachts der Präsident durch die Gänge schleicht und seine Tweets verschickt, hält die Welt den Atem an. Wird das nicht auch dir nachgesagt? Wenn es Nacht wird in Düsseldorf, die Lichter ausgehen, Zigarillo-Duft in der Luft ist, huscht nur noch einer durch die Staatskanzlei. Armin Laschet im Bademantel. Ach, Quatsch. Unsinn. Bei mir gibt's wenigstens was Gutes zu twittern. Genau, zum Beispiel die Kohlepolitik. Fortschritt in Sachen Energiewende, null. In Zahlen, null. Niente, nada, nix, gar nicht. Du bist doch der Schornsteinfeger der Nation. Was? Bei euch in NRW darf man doch schon bald gar keinen Durchfall mehr haben. Durchfall? Ja, Durchfall. Denn du und dein Gruselkabinett
Ihr seid so schärfer fossile Energien. Ihr verfeuert doch bald noch die letzten Kohletabletten. Aber sag mal, wer oder was bist du denn eigentlich? Ich bin immerhin Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Ja, und da scheint's dir mittlerweile so eng geworden zu sein, dass du häufiger in Berlin anzutreffen bist. Quatsch. Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, nicht Berlin, mein Guter. Aber was bist... Aber was bist du denn eigentlich jetzt? Sind deine neuen Visitenkarten schon gedruckt? Wieso? Cem Özdemir, Außenminister der Herzen. Oder warte. Können wir noch größer machen? Cem Özdemir, Bundesaußenminister in spe AD. Jetzt hör mir bloß auf. Kennst du noch euren Superhelden? Den Friedrich Merz, die Leitkulturgestalt der deutschen Konservativen in spe AD. Junger Hoffnungsträger auf Lebenszeit. Naja, allemal besser als der Mann aus Würselen. Martin Schulz, Messias und Gottkanzler in spe AD. Herrje! Das ist ja die Höchststrafe. Aber Armin, was ich dich eigentlich schon lange mal fragen wollte. Wie ist es eigentlich? Bekommst du eigentlich Erschwerniszulage oder vielleicht sogar sowas wie Schmerzensgeld? Oder läuft es bei dir als gläubiger Katholik quasi so als eine Art Selbstkasteiung, dass du mit der FDP hier in Nordrhein-Westfalen koalierst? Und ich meine, man fragt sich ja schon, müsste er nicht eigentlich eine Gehaltsverdoppelung bekommen? In Nordrhein-Westfalen mit der FDP, im Bund mit der SPD, da fragt man sich schon, was ist schlimmer? Nicht ablenken, mein kleiner grüner Kaktus. Oder soll ich lieber sagen, mein kleines grünes Cannabisbäumchen? Zurück zu dir. Du kannst ja immer noch wie Jimmy Carter werden. Der Jimmy Carter der deutschen Politik. Als Vorsitzender ein Loser und dann der beste Ex-Vorsitzende, den es je gab. Aber, mein lieber Armin, an dir sieht man doch, dass jemand, der ständig verliert und verliert und verliert, auch mal was werden kann. Eigentlich ist der Armin doch sowas wie die Arminia Aachen Alemannia. Der deutschen Politik, oder? Die Alemannia Aachen der deutschen Politik. Ja. Das war nicht einstudiert. Sag mal, warten wir eigentlich immer noch auf die liberale Föhnfrisur oder sind denn wenigstens die anderen schon da? Na klar, da hinten sitzt zum Beispiel die Julia Klöckner. Die kommt mit, wenn am Strand von Jamaika ein Burka-Verbot erlassen ist. Und schau mal da, der Gregor Gysi hat es sich gemütlich gemacht. Der steigt aber vorher aus. Wetten auf Kuba. Hey, und da hockt ja dein Ex-Chef, der Jürgen Rüttgers. Aber sitzt der nicht auf dem falschen Schiff? Wollte der nicht eigentlich nach Indien? Ja, aber er meinte Indien, Jamaika, Hauptsache Mittelmeer. Aber holla die Waldfee, da sitzt ja der Schnellsprecher vor dem Herrn. Winfried Kretschmann. Man nennt ihn schon den Dieter Thomas Heck aus Württemberg. Vorsicht, Vorsicht, nicht beleidigen. Der wird hier heute noch zum Ritter geschlagen, in der Schiffsbütt hier drüben. Und im Übrigen gilt, besser als eure Schnellsprecher. Bei denen gilt doch, er Schwätzer, nur Denker, und bei uns ist umgekehrt. Naja, bis der Oche Alaf ausgesprochen hat, ist Aschermittwoch. Oder
Schau mal, warum sitzt denn der Graf Lambsdorff mit dem Rücken zu uns? Ich glaube, der ist bestimmt beleidigt. Am liebsten hätte der doch damals gegen seinen Kapitän Lindner gemeutert. Er hat ja Jamaika schließlich nicht verlindnert. Wetten, gleich kommt der Christian und sagt, dass er nicht mitkommt. Stellt sich dann hier hin und sagt, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Es ist besser, nicht zu segeln, als falsch zu segeln. Hör mir bloß auf damit. Das ist anstrengend. Er steckt so an, dass meine Kinder jetzt sogar herkommen und sagen, Papa, Papa, besser keine Hausaufgaben machen, als sie falsch zu machen. Oder stell dir mal die Weltgeschichte vor. Der Gutenberg hätte 1452 gesagt, lieber keine Bücher drucken, als die falschen Bücher zu drucken. Ja, und der Gutenberg hätte gesagt, lieber gar nicht promovieren, als falsch zu promovieren. Ach, lassen wir das. Wo waren wir eigentlich? Also, die Sozis wollen nicht. Die FDP, die kann's nicht. Die Grünen wollen, aber sie dürfen nicht. Ach, weißt du was, Cem? Dann machen wir es halt alleine. Wir brauchen keinen Lindner, keinen Schulz, denn wir nehmen alles lieber als uns Schmulz. Und wenn wir auch verlieren, nur das eine bleibt bestehen. Die Pizza Connection wird nicht untergehen. Aber eins, das bleibt bestehen. Die Pizza Connection wird nicht untergehen. Sehr geehrte Gäste im Saal, verehrte Zuschauer zu Hause, ja, auf den Bauern folgt der Edelmann. Und Prinz Mike kommt gerade von einer Exklusivaudienz bei der Kanzlerin. Ja, und das hatte gleich zwei Konsequenzen. Die Kanzlerin trägt jetzt einen Aachener Karnevalsorden und als Dankeschön hat sie unserem Schenkchen gleich die Raute beigebracht. Aus dem Kanzleramt direkt zu uns hier in den Eurogress. Meine Damen und Herren, erheben Sie sich. Hier sind Prinz Mike der Erste und Märchenprinz Julius der Erste, eskortiert von ihren prächtigen Garden. Ich übergebe an den kleinen Hofmarschall und darf um Einmarsch bitten. Tanzt das Tanzpaar und die Prinzengarde des Märchenprinzen.
Alaaf us Oche vom westdeutschen Rand. Ich grüße Winfried, den Ritter aus dem Schwabenland. Unsere Seelen sind grün, man glaubt es kaum. Er liebt wie ich jeden einzelnen Baum. Auch ich, der Märchenprinz, freue mich total auf Winfried in der Öscher Karneval. Zersprenge ein Sänge mit Klang und Schruß. 11 Runden mit Münster in im Stadthus. Oche! Alaaf! Ritter Kretschmann! Alaaf! AKV! Kinder spielen gerne in der Pratsch. Kinder machen einfach gerne Quatsch. Lecker Pommes, lecker Schokolad. Wer braucht denn schon Salat? Öscher Prinz, das war mein Kindertraum. Statt nem Bad hatte ich nur Badeschaum. Auf der Bühne stehen wie ein Star. Wann wird's denn endlich wahr? Ist es auch lange her? Hey, ich erinnere mich daran. Vermisst du's auch so sehr? Das Kind im Mann. Mach dich mal locker, locker. Wie ihr King von Oche, Oche. Heut sind wir bunt und blau und haben Gänsehaut. Mach dich mal locker, locker. Wie ihr King von Oche, Oche. Mach dich mal locker, locker. Jetzt sehen wir den traditionellen Tanz der Prinzengarde und ich darf übergeben an den Titan unter den Riesen, an den Kommandanten der Prinzengarde der Stadt Aachen, Dirk Trappen. Vielen Dank, lieber David. Och Alaaf, liebe Karnevalsfreunde, die Prinzengarde der Stadt Aachen grüßt das närrische Auditorium hier im Eurogress zu Aachen. Mein ganz besonderer Gruß gilt Ihnen, verehrter, designierter Ordensritter Winfried Kretschmann. Ihnen zu Ehren tanzt unser Tanzpaar Inga Dahlen und Sandro Galazzini, begleitet von unserer niederländischen Kapelle unter der Leitung von Patrick Roomen. Gardisten habt acht, zu Ehren aller charmanten Damen hier im Saal, zu Ehren des Aachener Karnevalsvereins, präsentiert. Gegenüber zum Paartanz formiert euch. Tanzpaar, Tanz! Thank you.
auf das Tanzpaar der Prinzengarde der Stadt Aachen, Inga Dahlen und Sandro Galazzini. Steiger, ein dreifaches, von Herzen kommendes Oche! 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 Ja, vielen Dank an die Prinzengarde der Stadt Aachen und an das Tanzpaar Inga Dahlen und Sandro Galazzini. Und ich darf um Ausmarsch bitten. Es gibt Berufe, die sind auch nach Jahrtausenden aktuell wie nie. Bauer, Bäcker, Winzer würde mir so als erstes ganz spontan einfallen. Und selbst in Zeiten von Mail- und Paketdrohnen gibt es immer noch die guten alten Postzusteller. Ursprünglich waren das die Götterboten, die den Sterblichen die olympischen Wünsche per Express zustellten. Eine Vertreterin, und was für eine, dieses göttlichen Berufsstands dürfen wir jetzt begrüßen. Hier ist die Christel von der Post. Christel von der Post, komm aus Süde, bis hier Ost, wie Nobby Blüm vor vielen Jahren, komm ich als Bote hergefahren. Glückwünsche euch heut zu überbringen, die heut zum Feste hier eingingen, zur Ehrung Kretschmann, den Winfried, der hochverdient den Orden kriegt. Lauter Telegramme, die Zeit pressiert, Herr Kretschmann, die sind all an Sie adressiert. Papst Franziskus schreibt, geliebte Aachener Diözesanen, herzliche Grüße aus dem Vatikan, in welchem mehr Frauen etwas zu sagen haben als im Aachener Elferrat. Ihr müsst euch schon entscheiden, ob ihr klatschen wollt oder nicht. Ihr schlagt mit dem Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg den richtigen zum Ordensritter. Lieber einen durch Altersweisheit klugen Grünradikalen als einen durch Altersstarrsinn erblindeten Braunen. Mit Urbi et Orbi freudig grüßend verbinde ich Aachener Jecken mit Aachener Brinde. Ich grüße euch jetzt und in Ewigkeit, Franziskus, eure Heiligkeit. Angela Merkel schreibt, liebe Bürgerinnen und Bürger von Aachen, wenn ein Linksroter einen Altgrünen im schwarzen Aachen über den grünen Klee lobt, dann glaubt mir, Integration gelingt. Bad Aachen lässt es richtig krachen, wenn Narren hier den Narren machen, schwört dabei all mit vollem Glas. Angela Merkel, wir schaffen das. Herr Kretschmann, die Lizzie schreibt, Queen Elizabeth II. Congratulations to that great honor. Dear Winfried,
ich wäre gern gekommen. Leider lässt mich Theresa May nicht mehr in die EU reisen. Sie sagt, dieser Jean-Claude Juncker nimmt alles als Pfand, was er aus Great Britain bekommen kann. Ich verspreche allen Deutschen, ich bleibe so lang Queen, bis Stuttgart 21 fertig ist und ich auf dem neuen Berliner Flughafen landen kann. Now trink ich meinen Evening Gin und setz mich zum Prinz Philipp hin. Aus Windsor grüß ich, das macht man so, nicht mit a laugh, doch mit hello. Herr Kretschmann, Charles Puigdemont schreibt: Gratulaciones, querido Winfriedo. Viele Grüße aus Catalunya, der ewig unabhängigen nordspanischen Provinz. Aachen ist wie Catalunya. Mehr Cultura als die Rest von die Land. Mit Colonia habt ihr wie wir ein Madrid. Eine zu mächtige kapitale Comuna, welche meint zu sein, Nabel von die Welt und alles besser zu wissen. Auch sprechen sie eine ganz andere Sprache. Also gebe ich frei Aachen für Unabhängigkeit von Ruhrgebiet und die Rest. Aus Belgien euch zu grüßen sucht, euer Charles auf der Flucht. Separatismus führt in den Bau. Ich grüß mit Alaaf und mit Hello. Ein Telegramm von der Kollegin Malu Dreier schreibt gleich fünfmal. 8 Uhr. Ich freue mich, dass Winfried Kretschmann den Orden bekommt. 9 Uhr. Kretschmann darf auf keinen Fall den Orden bekommen. 12 Uhr. Oh, es wäre doch ganz gut, wird man dem Kretschmann den Orte geben. 13 Uhr. Der Kretschmann wirkt immer so ernst. Ob der den Orden verdient hat? 19.59 Uhr. Lieber Winfried, ich freue mich so für dich. Wenn einer den Orden verdient hat, dann du. Ich grüße dich, was für Geeier, hochachtungsvoll, die Malu Dreier, bin immer konsequent, wie man es von uns Rote kennt. Emmanuel Macron schreibt aus dem Élysée-Palast: Mon cher Winfried, nur allzu gerne würde ich gratulieren, doch will der Martin Schulz stets telefonieren. Chantre Alaaf, ich grüße schnell, vive la France, Emmanuel. Martin Schulz schreibt: Lieber Winfried, es freut mich, dass du heute diese Auszeichnung bekommst, auch wenn Aachen nur der größte Vorort des weltberühmten Würselen ist. Kann ich dir mit Frank Sinatra mitteilen: If you can make it there, you will make it everywhere. Ich muss schnell Schluss machen. Macron ruft gerade an. Was bin ich wichtig, Mann, oh Mann. Kurze Botschaft. Kim Jong-un schickt aus Nordkorea eine Rakete mit der Aufschrift: Mein Orden ist größer. Joschka Fischer schreibt: Lieber Winfried, du bist der größte, der erfolgreichste Grüne mit sozialistischer Vergangenheit und mit Examen an der Uni. Eines von beidem ist überflüssig. Gedenke meiner, wenn du in das Aachener Reich der Bürgerlichkeit eintrittst.
Lackschuh statt Turnschuh, Scheine statt Steine. Verbote sind für die, die sich dran halten. Legal, illegal, scheißegal, dein Joschka. Das war's, ihr Leute. Mein Beutel leer. Ich komme gerne wieder her. Ich fahre, dass ich meine Runde schaff. Aachen, Herlau und Oche, Alaf. Jetzt gleich stürmt die Jugend die Bühne, denn wir verleihen den Centis Kinderpreis. Der geht in dieser Session an eine ganz besondere große Koalition. Lassen Sie sich entführen in die fantasievolle Welt der Disney-Filme. Bühne frei für die Community Kids. Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du. Du wirst schon sehen, ein Affe kann. Sei wie ein Mann, so ein Mann wie du. Ariel, hör mir zu. Die Welt der Menschen ist kaputt. Das Leben da oben ist lange nicht so gut wie das Leben hier unten. Unten im Meer, unten im Meer, wilde Delfine, die Pinguine, freut mich das sehr. Was haben Dinos Sand und Strand? Wir sind für heiße Wimpern bekannt. Jeder Mongole liebt Rock'n'Roll hier unten im Meer. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Aus dem Aachener Süden, die Community Kids. Liebe Närrinnen und Narren, der Centis Kinderpreis zur karnevalistischen Nachwuchsförderung in Aachen und Umgebung ist dotiert mit einem Preisgeld in Höhe von 3.333 Euro. Der AKV lobt damit die gute Zusammenarbeit der Vereine und die tänzerische Leistung der Jungs und Mädchen hier auf der Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Abmarsch bitte. Vielleicht bietet Aachen nicht so viele Brücken wie Florenz oder Dresden oder meine Heimat Hamburg, aber wir wissen spätestens seit Joy Fleming, auch ein Lied kann eine Brücke sein. Und in der Hinsicht hat Aachen einiges zu bieten, zum Beispiel den Songtitel Schönste Stadt der Welt. Dahinter verbirgt sich nicht nur unsere Kaiserstadt, sondern auch ein echtes Öschermädchen. Viel Spaß mit Sarah Schiffer! Schon verliebt. Ich bin mir sicher, dass sie auch ein jeder kennt. Sie ist so wunderbar, offen und für jeden da. Sie ist die große Liebe, die man Aachen nennt. Sie gibt mir einfach das Gefühl von diesem Krieg. Man nie zu viel. Wir kommen aus der schönsten Stadt der
Schatz. Es gibt wohl keinen Platz, der so viel Charme versprüht wie unsere kleine Stadt. Ich hab schon viel gesehen, darum wirst du verstehen, dass unser Städtchen doch viel mehr als andere hat. Sie gibt mir einfach das Gefühl von diesem Krieg. Meine Damen und Herren, europäische Brückenbau-Visionäre gibt es seit mehr als 1200 Jahren. Das Erbe des Allerersten unter ihnen prägt uns noch heute nicht nur diese Stadt, sondern ganz Europa. Einmal im Jahr steigt dieser Urvater Europas aus seiner Gruft und richtet das Wort an das Volk. Bitte neigen Sie jetzt untertänigst Ihr Haupt für Karl den Großen. Liebe Öscherinnen und Öscher, ich möchte euch zunächst einmal von ganzem kaiserlichen Herzen gratulieren. Gratulieren zum Aachener Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Am 24. September 2017 habt ihr hochgeschätzte Öscherinnen und Öscher einmal mehr bewiesen, dass eure großartige Stadt nicht nur im Herzen Europa liegt. Nein, hier in Aachen tragen die Menschen Europa auch in ihren Herzen. Das Europa des Friedens, das Europa der Toleranz, das Europa der Zukunft. Kein Platz für nationalistische Hetztiraden. AfD. AfD in Aachen 5,9%. Ihr habt die Partei der Antieuropäer dahin geschickt, wo sie in Bälde hoffentlich auch wieder verschwinden wird, an die 5%-Hürde. Ich ziehe meine Krone in den Staub. Ach. Hätten sich die Wählerinnen und Wähler in Deutschland doch ein Beispiel an euch hier in Aachen genommen. Die AfD wäre eine Splitterpartei. Und in Berlin gäbe es eine solide rot-rot-grüne Mehrheit. Kanzler wäre der Schulz, Innenministerin die Wagenknecht und Außenminister der Özdemir. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hättet ihr doch auch nicht gewollt, oder? Die Linken und die Grünen in der Regierung, habt ihr den Parteitag der Grünen im November verfolgt? Die Einzige, die Klartext gesprochen hat, war die Katrin Göring-Eckardt. Wir wollen, dass in den nächsten 4 Jahren jeder Flüchtling und jeder Asylant weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Entschuldigung, muss mich korrigieren, ehe der Kretschmann hier die Schnappatmung kriegt. Da ging es natürlich nicht um Flüchtlinge und Asylanten, nein, um Bienen und Schmetterlinge. Summ, 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 um den Brei herum. Denn wenn es keine Bienen mehr gibt, gibt es auch keinen Honig. Und was soll unser neuer Aachener Ritter Kretschmann dann den Daimler-Bossen um den Bart schmieren? Die Grünen wollen ja mehrheitlich das Ende des Verbrennungsmotors, spätestens im Jahr 2030. Was sagt der Bahnhofsvorsteher aus Stuttgart, der Winfried Kretschmann? Ich bin mit dem Daimler da, basta. Lasst mich in Frieden, macht euren Wahlkampf ohne mich. Das nennt man Basisdemokratie. Basis beschließt, ich folge mir.
erinnert mich so ein bisschen an den Christian Lindner. Nee, alles Egomanen außer ich. Deshalb hat der Lindner ja auch Jamaika platzen lassen. Und das, obwohl Union und Grüne der FDP das Finanzministerium angeboten haben. Und da haben die Liberalen doch mit dem Kubicki einen super Experten, der ist im Hauptberuf Anwalt mit Schwerpunkt Untreue, Insolvenzverschleppung und Steuerhinterziehung. Eigentlich die Idealbesetzung fürs Finanzministerium. Ja. Da ist die FDP noch keine 2 Monate zurück im Bundestag und schon wedelt der Schwanz wieder mit dem Hund. Und nicht nur das, plötzlich fängt der Schwanz auch noch an zu kläffen. Die SPD ist schuld, die SPD ist schuld. Wie bitte die SPD? Die SPD hat mit Jamaika so viel zu tun wie Alexander Dobrindt mit Sachverstand. Und die... Die hat plötzlich die Arschkarte. Macht sie jetzt noch eine große Koalition, fällt sie um, setzt sie auf Neuwahlen, fällt sie durch. Sitzen der Schulz und die Nahles in ihrem Stammbaum auf einem Ast und sägen dran. Kommt ein Jusow vorbei und sagt, hey Leute, ihr sägt an dem Ast, auf dem ihr sitzt. Sagt der Schulz, nein, wir sitzen auf dem Ast, an dem wir sägen. Sagt er. Sagt der Jusow, ihr werdet abstürzen, wenn ihr weiter sägt. Sagt die Nahles, dann lass mal unsere Sorge sein. Jusow geht weiter, Ast bricht ab. Schulz und Nahles rauschen in die Tiefe. Irgendwann kommt der Jusow wieder zurück. Da sagt der Schulz zu Nahles, guck mal, da ist er wieder, der kleine Hellseher. Aber ich sage euch, man muss wahrlich kein Hellseher zu sein, um zu erkennen, dass da gerade einige Pappkameraden auf dem Holzweg sind. Wie schallt es zum Beispiel am Tag der Wahl, nach der Wahl aus dem Konrad-Adenauer-Haus? Die Mutti macht's nochmal, lang lebe die Mutti. Und schon am gleichen Abend trafen sich ihre missratenen Söhne und begannen die Messer zu wetzen für den großen Mutti-Mord. Der Jens Spahn, Peter Tauber, Alexander Dobrindt, die selbsternannten Hoffnungsträger der Union. Wenn das Hoffnungsträger sind, dann sind die Risse im Reaktor von Tihange ein Beweis für die Hochtechnologie. Wie tief muss die Sonne der politischen Kultur in der Union gesunken sein, wenn solche Zwerge plötzlich lange Schatten werfen. Und apropos Schatten. Die Wagenknecht will ja jetzt mit dem Lafontaine eine linke Sammelbewegung gründen. Über den rechten Rand, durch die populistische Mitte, in das Abseits links aus. Ich fass es nicht. Da haben die Wählerinnen und Wähler am 24. September massenhaft Denkzettel für morgen ausgefüllt. Und was passiert? Die Adressaten verzetteln sich in ihrem Denken von gestern. Und wer profitiert? Die Partei der Ewiggestrigen, die AfD. Stehen 2 Männer in der Kneipe am Tresen, sagt der eine zum anderen, alle AfD, wer das sind Armleuchter. Wollen Sie mich beleidigen? Wieso sind Sie AfD-Wähler? Nein, Armleuchter. Es... Es stinkt der See, die Luft ist rein, Björn Höcke muss ertrunken sein. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ist mir jetzt so rausgerutscht. Der AfD-Vorsitzende Gauland hat ja gleich nach der Wahl erklärt, wir werden uns unser Volk und unser Land zurückholen. Jetzt habe ich als ehemaliger Kaiser heutzutage leider nicht mehr allzu viel Land. Eigentlich nur das Grundstück, auf dem hier in Aachen der Dom steht. Aber ich sage Ihnen, das kriegen Sie nicht. Ganz im Gegenteil. Selbst wenn es den völkischen Beobachtern gelänge, sämtliches Land um mich herum zu besetzen, dann werde ich in alle Domtürme Europa und Regenbogenfahnen hängen, mehrmals täglich in einer Burka über den Vorplatz springen und eventuell errichte ich sogar ein Minarett direkt am Eingangsportal, in dem ich über riesige Lautsprecher hin und wieder mal ein dreimal kräftiges Alarm lachen in die Landschaft posaune. Im Gauland wohnt ein irrer Greis, dem laufen die Synapsen heiß.
Ein Schwarzer in der Nachbarschaft, da schluckt er sauren Magensaft. Ein Schwarzer in der Hitparade, der Greis springt auf die Barrikade. Ein Schwarzer mit Tirolerhut, dem irren Greis kocht heiß das Blut. Die schwarze Frau mit Mutter Beimer, der Greis hängt kotzend überm Eimer. Ein schwarzer Mann als Krankenpfleger, der Irre greift zum Baseballschläger. Der Greis dreht durch, er tobt und grollt. Das Schwarz muss raus aus Schwarz-Rot-Gold. Drum schwenkt der alte Vollidiot in Zukunft nur noch Gold und Rot. An solchen Wesen soll das Land genesen. Ich lache mich eckig. Trotzdem hat die AfD die Bundestagswahl gewonnen. Zum Beispiel in Sachsen, 27%. Ich selber habe ja seinerzeit über 30 Jahre lang Kriege gegen diese Sachsen geführt. Aber es hat ganz offensichtlich nichts genützt. Mir sagst du, mir sind helle, das weiß die ganze Welt. Und wenn wir auch mal dämlich sind, da haben wir uns verstellt. Ja, super. Und dementsprechend spazieren sie immer wieder montags durch Dresden und behaupten, wir sind das Volk. Und wenn sie dann gefragt werden, wer das denn sein soll, dieses Wir, dann heißt es immer noch, wir, also hör mal, wir, ja, wir sind immer noch wir. Ich bin wir und du bist wir und er ist wir und sie ist wir. Wir vier sind wir, so ist das hier. Doch die von da und der von da sind nicht von hier und nicht wie wir. Denn ich und du und er und sie, wir vier, sind eben nicht wie die. Und weder die noch der von da kann sein wie wir, das ist doch klar. Selbst wenn er irgendwann vergisst, dass er von ganz woanders ist und glaubt, er wäre jetzt von hier und wäre jetzt genau wie wir, dann geht das nicht, weil wir bin ich und wir bist du und er gehört dann nicht dazu. Und so zu sein wie du und ich, das will er in der Regel nicht. Und das ist ja auch richtig und wahrscheinlich wichtig, dass jeder weiß, wer er ist und niemals vergisst. Ist, dass da, da und hier, hier und die, die und wir, wir. Weil es stets so war, dass die von da und wir halt von hier und zwar alle vier. Ich, du, er und sie. Und wären wir wie die, dann wären wir ja von da. Und daran scheitert es ja. Wären wir von da und die von hier, dann wären die wir und wir wären die. Und wir wüssten nie, und wir wüssten nie, wir wüssten nie. Und wir wüssten nie, wie es ist, dieses Hier-Sein, dieses ganz und gar Wir-Sein, weil nicht sein darf, was nicht sein kann, fangen wir das erst gar nicht an. Ich bleib ich, du bleibst du, er bleibt er und sie bleibt sie, wir vier bleiben wir. Und so bleibt alles irgendwie genauso, wie es immer war. Liebe Öscherinnen und Öscher, ich bin zwar nur ein alter Kaiser aus der Vergangenheit, aber ich sage euch, mit den Gedanken von gestern gibt es keine Zukunft. In diesem Sinne, für, in diesem Sinne, in diesem Sinne, für ein lebendiges Aachen, in einem weltoffenen Deutschland, in einem vereinigten Europa, in einer friedlichen Welt. Oche Alaaf. Je düsterer die Gruft, desto erhellender die darin gesammelte Weisheit. Auf Kaiser Karl alias Revolverschnüss, Wilfried Schmickler, ein dreifaches Oche. Wilfried, Oche. In prekären politischen Lagen hilft es stets, seinen Nietzsche zu kennen. Glattes Eis, ein Paradies, wer darauf zu tanzen weiß. Deshalb gibt's jetzt für die Politprominenz eine kleine Nachhilfestunde fürs Tanzparkett und für uns Normalsterbliche eine tänzerische Augenweite. Bitte begrüßen Sie einmal mehr die Dance Company Tienboom mit einem heißblütigen Ausflug ins lateinamerikanische Temperament. Hüppa!
love what you're doing to me. Liebe Narren und Narren, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal so ein echtes Märchen gehört? Ich habe eins. Eins von einem Land im Umbruch, regiert von einer ebenso strengen wie müden Königin mit einem wählerischen Prinzen, einer bindungsunwilligen Prinzessin mit unheimlichen Drachen und Wolpertinger. Der Präsident des AKV hat den Grafen von Jamaika eingeladen, um Sie, das Publikum, in das ferne Narkelanien zu entführen. Höret die Sage von einer epischen Schlacht. Ich grüße euch. Jamaika grüßt Aachen. Und jetzt? Ganz Merkelanien ist am Warten. Sie auch, oder? Und ich sehe ein paar von den Rittern hier im Saal. Da sind die Regge-Ritter unter dem lieblichen Prinzen Christian von der Spree. Den kennen Sie, ne? Dem sein Motto: lieber richtig frisieren, als nichts zu frisieren. Und da ist der Ritter Jem, der Hanfmütige: lieber legal konsumieren, als nicht konsumieren. Und da ist Armin der Arme. Oder wie würden Sie jemanden nennen, der jeden Tag von Aachen nach Düsseldorf muss? Wo ist denn der rote Ritter Martin von Brüssel? Den kennen Sie ja auch. Lieber die Partei riskieren, als 100% zu verlieren. Obwohl, der Martin ist ja eine Nummer, der schafft ja beides. Was ich nicht verstehe, das ist ja der Schlachtenlärm jetzt gerade. Die Ritter der Grokonus haben das Schlachtfeld doch für sich ganz allein. Das muss wohl eine Knappenkabbelei sein. Verglichen mit den Regge-Rittern ist das ja nichts. Aber für Knittelverse, da geht das schon. Ist kein großes Drama. Moment, Moment. Der Krabbelgruppe kaum entronnen, hat Kevin der Kühne den Krawall begonnen. Mein Senf, der ist heute extra scharf, sodass der Martin schwitzen darf. Er wiegelt auf, er wiegelt ab, hofft so, er schaufelt Grokos Grab. Lädt lauter Fremde zu sich ein, die sollen plötzlich Sozis sein. Das ist nicht fair, das ist gemein. Lev SPD, fall nicht drauf rein. Demokratie braucht faires Spiel, sonst sind ihre Feinde zuerst am Ziel. Sie merken schon, meine Damen und Herren, Schiller ist das nicht. Ich glaube, das war vom Songwriter von Andrea Nahles. Aber wo ist in dem ganzen Getümmel eigentlich Königin Angela? Man hört ja nichts. Angela, die Stille. Anfangs hat sie sich ja nur über die roten Ritter geärgert, ne? Die schielen ja ständig zur bösen, aber schönen Fee Sarah rüber. Das fand sie nicht okay. So ließ sie ihre Herolde ausrücken und verkünden: schnell weg mit dem roten Ritter Martin aus Brüssel, ruft Ritter Christian, den Helden, vom Dorf an der Düssel. Schön und beliebt, ob in Jeans, ob im Frack, er wäre ein Schwiegersohn ganz nach Muttis, der Königin Geschmack. Ein gewagtes Experiment, aber was ein Erfolg. Das Volk jubelte und es brachte Plakate an. Tausende von Bildern im ganzen Land an Laternen, Verkehrsschildern und Brückengeländern, und von allen Plakaten lächelte, wirklich von allen, Prinz Christians liebliches Konterfei. Und dann wurde es richtig romantisch. Prinzessin Katrin fand Christian entzückend. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren. Ich bin neu geboren durch dich. Ich will nur
die haben sich Sachen ins Poesiealbum geschrieben. Christian mit Herzchen bei Katrin. Wir sind zwar keine Tofu-Esser, doch Liberale küssen besser. Und Katrin mit ein paar Blümchen. Küssen ist was, was ich mag, doch Tofu gibt es jeden Tag. Herzallerliebst die beiden. Und so sangen es die Herolde bald von den Zinnen. Christian der Allerkühnste, Hierort Katrin die Allergrünste. Ja, aber kennen Sie das? Sie kommen zur Hochzeit und lernen die Verwandten kennen. Also Königin Angelas Gäste waren mehr als speziell. Aus dem Haus der regierenden Wolpertinger kamen Horst der Graue und Alexander der Karierte. Fürchterlich, schon die Anzüge. Aber Katrins Verwandtschaft, das war noch viel schlimmer. Tante Claudia, die Kunterbunte, Katrins Zofe, die kontrollierte alles bei Hofe. Und erst Hausdrache Jürgen, der spie Feuer nicht nur, wenn er schlechte Laune hatte. Was hat der an Papieren verbrannt? Mann, oh Mann. Und so wurde es mit dem Prinzen und Katrin immer komplizierter. Und wenn es mal eine Weile gut ging, kam immer, immer derselbe Chorgesang von Claudia Jürgen und den Wolpertingern. Wollemer, 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 Wollemer nicht. 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 Es war ein Trauerspiel mit den beiden. Und das war dann der Moment für die große Dichtung. Dann kam das große, die große Poesie. Einen Moment. Christians Gefolge konnte das Drama erahnen, entschloss sich, ihn ganz streng zu ermahnen. Was nützt es, das Herz von Katrin zu gewinnen? Dein Blut wird im Sand Merkelaniens verrinnen. Königin Angela beschwor ihre magische Raute. Sonst hörte man von ihr keinerlei Laute. Von nirgends her kam die rettende Kunde. So verließ Ritter Christian die Hochzeitsrunde und sagte tapfer von Feinden umgeben, ich bin so frei, ich bleibe dabei. No woman, no cry. No. So ist es halt manchmal im Leben. Ich bin umsonst gekommen, die Ritter der Grokonuss kloppen sich untereinander. Knappe Kevin randaliert noch immer. Die junge Union muss heimlich weiterkiffen und Jamaika bleibt eine Insel in der Karibik. Ich fahre heute zurück nach Jamaika, doch auf eines könnt ihr euch verlassen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Egal ob Poldi und Schweini, dick und doof oder ein Trio mit vier Fäusten. Mit Freunden erlebt man Abenteuer, baut Brücken und hat eine richtig gute Zeit. Auf Öscher Platz heißt Freunde Fründe oder die vier Amigos. Der Kopf dann hangen.
Jöhnen zu Hus, freu mich denn los, in Sörjen zu Hus, alles wird jo, wenn du mit Fröde bist. Wir vieren schon Karneval, wann Molle ist, dann ist uns doch egal. Wir blieben Freunde, egal wann und für, wenn wir zusammen stehen. Das neue Frisch wird doch gerade. Neue Welt, werdet hat's dich auf mir, entdeckt sich gar nicht viel. Fällt dich der Mut und der Kopf, die Angst für die Tür, ein paar Bängel drum, alles wird jod, wenn du mit Freude bist. Wir vieren schon Karneval, was neue ist, dann ist uns doch ein Jahr. Wir blieben Freunde, egal wann und grün, wir kürzen es aber schön. Das neue Frisch wird oft gerannt, wir jeden Jahr sind wir viele Jahre. Das neue Frisch wird oft gerannt, wir jeden Jahr sind wir viele Jahre. Wir vieren Frisch am Karneval, was morgen ist, das ist uns doch egal. Wir blieben Freunde, egal was auch klingt, wenn wir zusammen stehen. Bis morgen frisch wird auch gelacht. Wir jeden Jahr sind wir viele ganze Nacht. Meine Damen und Herren, der Lamberts-Ehrenpreis zeichnet traditionell Tänzerinnen und Tänzer aus, die seit Jahren Außerordentliches im karnevalistischen Tanzsport leisten. Dieses Jahr erhält ihn das Tanzpaar Kathleen Gens und Patrick Rechtenwald von der KG Horbacher Freunde. Das sind die Sieger des diesjährigen Ball der Mariechen, Kathleen Gens und Patrick Rechtenwald. Liebe Kathleen, lieber Patrick, dafür bekommt ihr von uns den Lamberts Ehrenpreis. Die Printenladies stehen schon bereit, um den Pokal zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch!
Auf Kathleen und Patrick, ein Reifer kräftig Oche. Lambert Ehrenpreis. Oche. Weiterhin viel Erfolg in der Session. Vielen Dank und Abmarsch bitte. Meine Damen und Herren, liebe Närrinnen und Narren, keiner hat den Aachener Karneval stärker geprägt als AKV-Ehrenpräsident Dirk von Petzold. Seit mehr als 33 Jahren verkörpert von Petzold den Lennet Kahn, die unverwechselbare Aachener Traditionsfigur. Diese Ära geht heute Abend leider zu Ende. Dirk von Petzold tritt ab. Wie es sich gehört, verabschiedet er sich singend, unterstützt vom Chor Capella a Capella. Und da bin ich mir sicher, auch von Ihnen allen hier im Saal, freuen Sie sich auf Dirk von Petzold als Aachens schönster Mann, der Lennet Kahn. Mit Orden geschmückt, mit Ehrenzeichen, Hosen, Pfeifen, Gemahnten, sobald an Spazierstöckchen oder dergleichen. Da fallen lässe Baumeln an den Seiten heran, als gingen sie los wie in Scharnieren. So ist er getrappelt, der Bauch und der Bach, die Domgrafen aber jubilieren. Da ist der Lennet, da ist der Lennet, da ist der Lennet, da ist der schönste Mann. Kürze Herren mit Buttramen sehen, das wärmt mich, hat's berührt mich Seel, auch ist schön, bei Menschen festen, ist hey, Döckchen mein, für losse Liebe, ein Liebe, yeah. Och, ist schön. Wir haben der Plattitsch, das nimmer richtig kapiert. Mit Kompass, Kante im Kopf entsimuliert. Mein jetzt ist schön schön, wenn mir sich dort kühl. Bin rammer nasse Jeck und dich, Himmel stand. Lass dich nie, Molzerling, löst in mich. Hat's dort drin, du bist mein Leif, so lang ich lebe. Ein dreifach kräftig donnerndes Oche! Dirk von Petzold! Der Lennet Kahn!
Meine Damen und Herren, im letzten Jahr glühte der Narrenkäfig bei der flammenden Europarede des neuen Ritters. Dieses Jahr haben wir extra ein feuerfestes Pult genommen, denn von hier hält er jetzt die Laudatio auf seinen Nachfolger. Völker, hört die Signale des roten Hauptmanns von Köpenick. Hier ist Ritter Gregor. Ja, liebe Närrinnen und Narren und lieber Winfried Kretschmann. Mein Vorgänger war übrigens Markus Söder. Sie haben im Vergleich dazu das Glück oder Pech, mich als Vorgänger zu haben. Denn es gibt einen gewaltigen Unterschied. Herr Söder ist nicht persönlich erschienen im vorigen Jahr, denn er fürchtete ein gemeinsames Foto mit mir, das dann bei inneren Auseinandersetzungen in der CSU von Herrn Seehofer und anderen hätte gegen ihn genutzt werden können. Insofern sind Sie in einer viel besseren Situation, lieber Herr Kretschmann, egal mit wem Sie fotografiert werden, nichts dergleichen schadet Ihnen. Sie haben zwar bei den Grünen nicht nur Freunde, aber die bekannte Steigerung von Freund, Feind, Parteifreund funktioniert bei Ihnen nicht. Dann muss ich Sie noch auf etwas hinweisen. Wenn Sie den Ritterorden bekommen haben und die Mütze bekommen haben, die Ihnen natürlich fantastisch stehen wird, im Unterschied zu mir, also wenn das so ist, dann müssen sich alle Ritter anschließend duzen. Das wird zwischen uns beiden, glaube ich, kein Problem sein, aber wie ich das bei Söder hinkriege, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber mit Ihnen, lieber Winfried Kretschmann, begann eine grundlegende Veränderung in der Parteienlandschaft und Landespolitik in Deutschland. In Baden-Württemberg, ich bitte Sie, kein Ministerpräsident von der CDU, nicht einmal einer von der SPD, sondern einer von den Grünen. Das war ein Signal, das nicht übersehen und überhört werden konnte. Sie vertreten die vielseitigste Partei in Deutschland. Das sehe ich so. Denn auf Landesebene koalieren die Grünen sowohl mit der SPD als auch mit den Linken, als auch mit der CDU, als auch mit der FDP. Eigentlich fehlt nur die CSU. Naja, warten wir die Bayernwahl ab. Übrigens hatte die Union mit Frau Merkel natürlich gedacht, dass sie 2016 den Unfall mit ihrer Wahl in Baden-Württemberg im Jahr 2011 repariert bekommt. Aber die Union hatte keine Chance. Sie ist nun Juniorpartner an ihrer Seite. Das ist mehr als beachtlich. Und die SPD ist an ihrer Seite von 23% auf 12% gefallen. Das muss man erst einmal hinbekommen. Und ich hoffe, von Ihnen diesbezüglich Hinweise zu erhalten. Apropos Merkel, sie hat übrigens drei Stärken. Sie ist für eine Kanzlerin erstaunlich wenig eitel. Sie ist materiell überhaupt nicht interessiert und sie kann sehr sympathisch zufällig lächeln. Allerdings fehlen ihr klare Vorstellungen, wohin sich Deutschland, Europa und die Welt entwickeln sollen. Übrigens, bescheiden und materiell nicht interessiert sind sie wie die Kanzlerin. Aber das mit dem zufälligen, sympathischen Lächeln müssen Sie wirklich noch üben. Lange Zeit üben. Bestimmte Gemeinheiten begehe ich heute nicht. Und deshalb werde ich hier mit keinem Wort erwähnen, dass Sie in Ihrer Studentenzeit Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands waren. Aber erwähnen muss ich, dass in Stuttgart Mercedes und Porsche gebaut werden, sodass Ihnen als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zu schnell zu viele Elektroautos keine nur angenehme Vorstellung sind. Jetzt muss ich eine weitere Gemeinheit ausschließen, die aber mit Ihnen, Herr Kretschmann, nichts zu tun hat. Sowohl bei der Heute-Show
als auch bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst an mich im letzten Jahr, wurde jeweils der gleiche Satz, den ich gesprochen hatte, vor der Aussendung herausgekürzt. Natürlich nur wegen der Zeit, der Länge. Den Satz werde ich heute nicht wiederholen. Das heißt, ich werde heute nicht sagen, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen. Ein wichtiges Punkt für Politikerinnen und Politiker ist die Glaubwürdigkeit, die Authentizität. Deshalb mag ich Sie besonders, wenn Sie unverhohlen Ihren Ärger über Dinge zeigen, die querlaufen, wenn Sie leicht cholerisch schimpfen. Man merkt, dass es echt ist. Und das hat für Nichtbetroffene auch immer einen gewissen Unterhaltungswert. Aber nun muss ich Ihnen erzählen, ich habe heute früh gefragt, ob mir jemand mal den schwäbischen Humor erklären kann. Und mir ist gesagt worden, nein, der ist nicht zu erklären. Aber darf ich Ihnen sagen, welcher Tag begangen wird im Schwäbischen, wenn eine Kerze angezündet wird? Es handelt sich um den 4. Advent. Lieber Herr Kretschmann. Übrigens, solche Witze bin ich gewohnt. Wissen Sie, was über mich immer erzählt wurde? Zwei Witze. Ich werde Ihnen beide erzählen. Der eine war 90. Ich war völlig verzweifelt. Ich stand am Müggelsee und Jesus Christus kommt zu mir und sagt, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, sag ich, ich muss ein Wunder vollbringen. Die Leute glauben mir nichts. Ich kann ihnen erzählen, was ich will. Sagt er, gut, lauf los, du kannst über den See laufen. Was sage ich, wie? Sagt er, lauf einfach los. Ich laufe also über den See. Drumherum stehen lauter Berlinerinnen und Berliner und sagen, kick mal, schwimmen kann er auch nicht. Und der zweite war, dass ich in Bonn in eine Kneipe gehe mit Blumen und der ruft zwei kurze und der Wirt sagt, das sehe ich. Und was wollt ihr trinken? Aber lieber Herr Kretschmann, zwischen uns gibt es natürlich auch einen Wettbewerb. Sie sind Schwabe aus Baden-Württemberg, ich bin Berliner. Was ist nun der größere Skandal? Ihr Bahnhof Stuttgart 21 oder mein Flughafen BER? Es gewinnt, wer die höchste Kostensteigerung erreicht und die längste Zeit braucht. Bei dem Flughafen kann ich Ihnen versichern, er wird im Herbst eröffnet, nur das Jahr ist noch offen. Mal sehen, wer gewinnt. Baden-Württemberg oder Berlin? Aus irgendeinem Grunde gönne ich Ihnen den Sieg. Lieber Kretschmann, ich weiß, dass Sie Humor haben und dass viele genau diesen an Ihnen schätzen. Das gilt für politische Freundinnen und Freunde und für politische Gegnerinnen und Gegner. Ich möchte, dass Sie sich Ihren Humor bewahren, weil er das Leben sehr viel erträglicher macht. Meine herzlichen Glückwünsche an Sie, dass Sie neuer Ritter, neuer Träger des Ordens wider den tierischen Ernst und zwar völlig zurecht werden. Vielen Dank für diese wunderbare Laudatio. Auf Ritter Gregor, ein dreifach kräftig Oche! Oche! Ritter Gregor! Vielen Dank und Abmarsch bitte! Wir kommen nun zum feierlichen Höhepunkt des heutigen Abends, zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. In diesem Jahr geht er an einen Weisen aus dem Schwabenland, einen ebenso meinungsstarken wie liebevollen Landesvater. Schon grün hinter den Ohren startete er seine politische Karriere als roter Rebell. Das Rot verschwand, das Grün, das blieb. Sein positiver Pragmatismus wuchs, wie auch seine Sturheit, sein Fleiß und sein feiner Humor. Das alles macht ihn zu einer Leitfigur für ein neues Politikverständnis und zum ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann.
Die Begründung des Elverrats des AKV lautet wie folgt. Winfried Kretschmann ist so schlagfertig in der Sprache wie bedächtig in der Sache. Er genießt Respekt und Anerkennung weit über die Parteigrenzen hinweg und oft versteht das Volk ihn sogar besser als die eigene Partei. Denn er gilt als grüner Erneuerer und konservativer Bewahrer. Vor allem ist sein Anspruch, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Und das ist nichts anderes als die schwäbische Form von jeder Jeck ist anders. Ich darf jetzt unseren Preisträger zu mir auf die Bühne bitten. Lieber Winfried Kretschmann, bist du bereit? Ein einfaches Ja genügt. Ja. Gut. Dann beginnen wir mit der Zeremonie. Als erstes erhältst du den Orden wider den tierischen Ernst, ein kostbares Kleinod, das nicht nur bei besonderen Anlässen getragen werden kann. Als zweites die Rittermütze in den Trikolorefarben des AKV, Rot, Gelb und Blau. Als drittes die Ordensregeln, verfasst in einfachem Latein, sollten mindestens einmal am Tag von dir schön angeschaut werden. Und als viertes eine kulinarische Wegzehrung, eine echte Aachener Printe mit deinem Konterfei und natürlich echtes Aachener Flübli. Und damit besitzt du alles, was ein Aachener Ritter von Stand benötigt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, rein in den Käfig, der Saal gehört dir. Ja, hochwürdige Bürgergesellschaft von Aquegranni, hochmögender Elferrat, edle Ritterschar, liebe Öschernerinnen und Narren, ihr seid jetzt zwar schon Poaten und Witze gesättigt, aber jetzt müsst ihr halt nochmal durch. Ja, hilft nichts. Es ist sowieso ein Wunder, dass ich heute hier sein kann. Meine Partei wollte mich mit pazifistischer Gewalt davon abhalten, den höchsten Orden des tiefsten Westens entgegenzunehmen. Meine PR-Fritzen haben gesagt, ich bekäme die meisten Likes, wenn ich sage, ich nehme diesen Preis nicht an. Und die Fundis haben gewettert, es ist nun mal eine grüne Grundposition, dass wir gegen Käfighaltung sind. Da habe ich als Landesvater gesagt, ihr habt es vielleicht noch nicht gemerkt, aber ich bin älter als das Land, als das ich regiere. Ich weiß gar nicht, was Likes sind. Außerdem sage ich als schwäbischer Pfennigfuchser, der Aachener Narrenkäfig muss sich endlich auch mal amortisieren. Denkt mal an die Großinvestitionen aus den letzten Jahren. Für Friedrich Merz musste der Käfig höher gemacht werden. Für Ottfried Fischer weiter. Für Cem Özdemir musste man nichts ändern. Kritische Türken kennen ja leider den Blick durch die Gitterstäbe. Und für den letzten Ordensritter mussten die Maschen dann von Dezimeter auf Millimeter verkleinert werden. Deshalb habe ich ein Machtwort gesprochen und den Leuten gesagt, den Termin nehme ich wahr. Erstens kriege ich was und zweitens kostet es nichts.
Trotzdem, bei einer Sache habe ich mich verrechnet. Denn als ich gehört habe, Gysi hält die Laudatio, da habe ich mir gedacht, okay, wenn der mal angefangen hat zu reden, dann komme ich eh nicht mehr dran. Jetzt ist der Gysi unerwartet schon fertig geworden und ich konnte mir auf dem Weg nur ein paar Stichpunkte machen, nur 72.000. Der Gysi kann natürlich sowas ohne Stichpunkte. Um eine erstklassige Rede zu halten, braucht er nichts weiter als eine Apfelkiste, um sich draufzustellen. Das sollte allerdings 1,50 hoch sein, damit man ihn auch sehen kann. Ich kann mir leisten, so etwas zu sagen, auch wenn meinen Laudator und mich in einigen Punkten Welten trennen, gibt es auch ein paar erstaunliche Gemeinsamkeiten. Gysi und ich wurden vor 70 Jahren geboren, zwar nicht in derselben Zone, aber im selben Jahr. In der Schulzeit wurden wir dann beide zum Besserwisser ausgebildet, hat aber nicht geschadet, es hat es auf unsere Parteien ja nicht abgefärbt. Und auch in der Spätpubertät gab es gewisse Gemeinsamkeiten. Da gerieten wir in den Sog linksextremistischer Kaderschmieden. Er hat es ja schon gesagt, ich wurde Mauerjünger beim KBW, Gysi Russenknecht der SED. Er hat immer gut geschwätzt und stets wenig bewirkt. Bei mir ist es bekanntlich umgekehrt. Trotzdem ist da noch was aus ihm geworden. Ein Löwe der sozialen Gerechtigkeit, sogar ein Löwe im Salon. Lieber Gregor, ich stelle mir deinen Arbeitstag so vor. Du bist um 16 Uhr mit dem Arbeitsfrühstück fertig, wechselst dann in deinen frisch aufgebügelten Brioni-Anzug, schwingst dich in der Trattoria Sinistra am Prenzlauer Berg auf deinen Stammplatz, bestellst Trüffelspaghetti, steckst dir eine Havanna an und diskutierst mit einem Dutzend Flügelapparatschicks über die Anhebung der Hartz-IV-Sätze. Anschließend setzt du dich in eine Talkshow und redest das ganze Publikum besoffen. Bei mir ist ein bisschen anders, nämlich so. Ich verlasse frühestens um 22 Uhr meinen spartanischen Regierungssitz, die Villa Reitzenstein. Steige auf mein Liegerad, nehme den Schwung von der Höhe mit und fahre knapp 100 Kilometer über die Schwäbische Alb in mein Dorf Leitz im oberen Donautal. Dort ziehe ich mir meinen Lieblingspullover an, den mir meine Frau Gerlinde vor 30 Jahren gestrickt hat. Ich setze den Kompost um und gebe meinem Nachbarn Häberle über den Gartenzaun hinweg ein paar Tipps, der die Obstbäume schneiden soll. Zwar für einen Normalverständigen völlig unverständliches schwäbisches Kauderwelsch, aber wir beide verstehen es dann. Jetzt sagt ihr vielleicht, viel weiter über als über einen Gartenzaun könnt ihr da unten im Süden auch gar nicht gucken. Stimmt aber nicht. Wir sind schließlich Exportweltmeister. Unsere Fühler reichen bis in so entlegene Orte wie Tabong, Chongqing oder Aachen. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass man sich hier von steinharten Lebkuchen ernährt. Sogar der Öscher Karneval ist mittlerweile ein Exportschlager. Überall auf der Welt übernehmen krakelnde Narren mit abstrusen Perücken die Macht.
Ja, in den USA dauert so eine Karnevalssession neuerdings sogar eine ganze Amtsperiode. Nein, liebes Publikum, das mit den Narren nehme ich sofort zurück. Die Trumps, Putins, Erdogans und wie sie alle heißen, sind keine Narren. Narrenmund tut nämlich Wahrheit kund. Außerdem hat ein Narr das Herz am rechten Fleck. Aber ich will gar nicht nur auf Abwesende einschlagen, ich will auch mal über Abwesende öffentlich mich freuen. Zum Beispiel über Emmanuel Macron, den ihr demnächst da den Karlspreis verleiht. Das meine ich jetzt ganz ernst. Macron war im letzten Jahr der Einzige, der sich im Wahlkampf glasklar auf die Seite des vereinten Europa gestellt hat und dafür gekämpft hat. Das hat sich sonst fast keiner getraut. Er aber hat damit gewonnen. Und direkt nach der Wahl hat Macron dann damit begonnen, unserem vereinten Europa wieder einen neuen Geist einzuhauchen, den Geist der Freiheit, der Fairness und des Zusammenhalts. Und ein bisschen von dem, was ihr hier in Aachen Gefühl nennt, Menschlichkeit und Zusammenstehen, gerade auch in schweren Zeiten, und Begeisterungsfähigkeit. Macron zeigt diese Begeisterungsfähigkeit für Europa. Lassen wir uns davon anstecken. Aber leider kommt die öffentliche Schelte ja sehr viel häufiger vor als das öffentliche Lob. So wirft zum Beispiel mancher uns vor, die Grünen wären gar nicht mehr die Grünen. Die Grünen, höre ich dann öfters, sind inzwischen nur noch CDU plus Krötenwanderung. Ich sehe das anders. Wenn mein Dutzfreund Seehofer mit viel Gequake zur Merkel nach Berlin schleicht, das ist für mich CDU plus Krötenwanderung. Ja. Danach kommt das lustige Krötenschlucken. Und Angela Merkel, ihr wisst ja, dass ich als gestandener Katholik für die Frau bete, aber glaubt mir, mein Rosenkranz ist inzwischen schon total abgegriffen. Ich bete für des Juchtenkäfers Schutz und für Martin Schulz, dass seine Achterbahnfahrt nicht zur bundesdeutschen Geisterbahnfahrt wird. Ich bete für die SPD, dass sie die Opposition nicht mit einer Reha-Klinik verwechselt. Genauso wenig wie die Regierung mit einem Strafbataillon. Nebenbei bemerkt, ich würde als grüner Ministerpräsident nie auf die verrückte Idee kommen, freiwillig meine grüne Basis über meine Politik zu befragen. Ja. Ich bete natürlich auch für ganz ernste und wichtige Sachen wie die Stärkung des Föderalismus und für die Torgefährlichkeit von Mario Gomez. Ich bete für die Abschaffung der grünen Doppelspitzung gegen den Feinstaub. Und seit Wochen muss ich auch noch dafür beten, dass sich unsere Volksvertreter nicht nur auf ihr Aussehen konzentrieren, sondern auch auf die Politik. Denn das Aussehen spielt ja eine immer größere Rolle in der Politik. Es heißt, dass man als Politiker neuerdings zwingend so eine Art Coverboy sein muss,
Im Vorfeld der Bundestagswahl stürmten junge Mädchen scharenweise die Kinos, um mit geröteten Wangen den neuen Actionfilm zu sehen, Digital First, Bedenken Second, mit Christian Lindner in der Hauptrolle. Der Film wurde ein Hit, aber die Fortsetzung ein Flop. Vielleicht auch wegen des Titels Coalition Impossible oder wegen des Untertitels Partei First, Land Second. Jetzt fragt ihr euch als modebewusstes Publikum, was ich dem halbgaren Gemüse der jungen Politikergeneration optisch eigentlich entgegenzusetzen habe. Womit qualifiziere ich mich zum Coverboy? Richtig, mit meiner eisgrauen, aber jugendlich dichten Haarpracht. Weil meine Haare so auftragen, muss ich mich auch in jedem Auto, selbst in meinem großen hybriden Angeberdienst Mercedes, wie in einer Sardinenbüchse fühlen. Ohne meine Frisur könnte ich auch Italien regieren und mit dem Fiat nach Aachen kommen. An dieser Stelle fällt mir auf, dass morgen die Presse schreiben könnte, Kretschmann spricht wenig über die CDU. In Wahrheit fällt mir nichts Witziges ein. Als dass ich als grüner Ministerpräsident für viele Bürger als Schwarzer gelte, nur weil ich Sachen geregelt kriege. Und dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg die CDU für die Grünen halten, weil die mit ständigen Flügelkämpfen beschäftigt sind. Jedenfalls wurde ich hier heute in Aachen ausgezeichnet. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese große Würdigung. Neben dem Froschkuttelorden meiner Narrenzunft, bei der man allerdings für die Auszeichnung nicht mehr machen muss, als 25 Jahre nacheinander Froschkutteln zu fressen, bekomme ich nun hier und heute den bedeutendsten Weltorden des Aachener Karnevalsvereins, Schwäbisch-Alemannische Fasnet, Rheinischer Karneval, sind somit versöhnt auf meiner Brust. Ja, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Sie braucht dazu natürlich nur noch ein richtiges Infrastrukturprojekt. Lasst uns nach dem Vorbild der Chinesen eine Seidenstraße, die Veganer, verzeihen es mir, zwischen Stuttgart und Aachen bauen. Aber habt bitte Verständnis dafür, wenn ich schon jetzt zwei Dinge ausschließe. Erstens, keiner soll mit der Idee kommen, dieses Projekt unter die Erde zu verlegen. Und bitte auch nicht es Seidenstraße 21 nennen. Zu Stuttgart 21 habe ich vieles nie richtig verstanden, aber jetzt verstehe ich wenigstens allmählich den Namen. Wahrscheinlich kurz am Ende 21 Milliarden. Also, wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns wunderbar ergänzen. Dann wächst zusammen, was zusammengehört. Rheinischer Sauerbraten und badischer Wein. Schwäbische Maultaschen und Aachener Printen. Eure nachhaltige Sparsamkeit und unsere legendäre schwäbische Ausgelassenheit.
Schwäbisch-Alemannische Fasnet und Rheinischer Karneval. In diesem Sinne ein dreifaches Oche. 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 Lieber Ritter Winfried, danke für diese wundervolle Ritterrede. Auf Ritter Winfried, ein dreifach kräftig Oche! Ritter Winfried! Oche! Das, meine Damen und Herren, war der Orden wieder den tierischen Ernst 2018. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Viel Spaß noch im Karneval und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. La, la, la.